Hallo werte Sammler und Sammlerin, ich bin Alex Akasek und grüße euch herzlich zu diesem neuen Manga-Ersendung. Heute dreht sich mal alles um eine Manga-Reihe, mit der ich zuvor schon sehr lange auf Englisch geliebäugelt habe, weil es klang sehr vielversprechend, aber ich habe ganz ehrlich die Hoffnung aufgegeben, dass es vielleicht doch noch einen deutschen Release gibt und BÄM! Es kommt tatsächlich einer und zwar ausgerechnet bei Egmont, womit ich am allerwenigsten gerechnet hatte. Und zwar ist die Rede von Astra Lost in Space, das neue Werk von Kenta Shinohara, der zuvor, ich glaube es hieß Sket Dance gemacht hatte. Was hierzulande leider nie erschienen ist. Allerdings war ich dann trotzdem halt hier sehr gespannt, vor allem da man nur Gutes zu dieser Reihe hört. Aber zunächst mal, worum geht es überhaupt in Astra Lost in Space? Im Mittelpunkt steht eine Gruppe von Schülern, die an einem Ferienlager teilnehmen. Jedoch nicht die Art Ferienlager, die man sich normal so vorstellen würde, denn ja, dieser Manga spielt im Jahre 2063. Dementsprechend ist dieses Ferienlager nicht irgendwo in einem Wald oder sonst irgendwo abgelegen. Nein, es ist auf einem ganz anderen Planeten, wo sie alleine überleben sollen. Natürlich steht es in Kontakt mit der Schule und Co. Natürlich soll auch alles harmlos sein. Jedoch gibt es dann ein Problem. Auf dem Planeten ankommen, kommen sie plötzlich in Kontakt mit einer seltsamen Kugel, die dafür sorgt, dass sie ins Weltall teleportiert werden. Jedoch nicht irgendwie in der Nähe von dem Planeten, wo sie ursprünglich waren. Ja, sondern in der Nähe von dem Planeten, der ganz weit weg war. Und zum Glück hatten sie halt ihren Raumanzug, denn sonst wären sie halt so ziemlich tot. Und ja, glücklicherweise finden sie ein verlassenes Raumschiff und nun haben sie die Aufgabe, zurück zur Erde zu kommen, welche mehrere Lichtjahre entfernt ist. Um genau zu sein, 5012 Lichtjahre. Und ja, ich muss wirklich sagen, das Warten hat sich gelohnt. Ich hatte echt Spaß am ersten Band von Astra Lost in Space. Ich meine, klar, heutzutage würde ich wahrscheinlich eher mir die englische Version direkt holen. Vor allem, da der Manga auf Englisch bei Viz erschienen ist, was nicht viel teurer ist als hier ein Egmont-Band. Aber ja, hier hat sich halt ausnahmsweise einfach noch gewartet und es hat wirklich gebockt, denn ganz ehrlich, bei Astra Lost in Space stimmt einfach alles. Zunächst mal der Cast, denn Junge, die Charaktere fühlen sich allesamt sehr individuell an und unterscheiden sich wirklich gut voneinander. Meine persönlichen Favoriten sind nach dem ersten Band auf jeden Fall Kanata und Ares, spricht man so aus, ich weiß nicht, die beiden hier auf dem Cover des ersten Bandes. Also allerdings auch die anderen Characters scheinen sehr vielversprechend zu sein und ganz ehrlich, ich shippe die beiden jetzt schon. Also, oh Junge, das freut mich, dass ich direkt am ersten Kapitel bam, schon Shipping hatte. Wen ich aber auch zum Beispiel sehr mag, ist Zack oder, ja gut, würde man jetzt Deutsch sprechen, würde er Zack heißen. Aber ich gehe mal davon aus, es soll Zack heißen. Wenn der vermeintlich Kluge der Gruppe ist, den fand ich auch relativ witzig. Und ganz ehrlich, bei sowas braucht es immer irgendeinen super Klugen in der Gruppe. Und was ich am meisten an Astra Lost in Space mag, ist einfach die Charakterdynamik. Denn die Characters haben einfach eine sehr glaubhafte Dynamik miteinander, die sich wirklich anfühlt. Ja gut, das sind Jugendliche und sie arbeiten auch wirklich zusammen wie Jugendliche und verhalten sich auch wie Jugendliche. Und das freut mich einfach sehr. Allein die Chemie zwischen Kanata und Zack, nein, natürlich Zack, finde ich schon sehr unterhaltsam. Also gerade im ersten Band, die machen ein paar Späße miteinander, aber ärgern auch ein bisschen, dass es hat wirklich gebockt mit den Charakteren. Doch natürlich sind die Charakter nicht das Einzige, was hier zu begeistern ist. Denn ja, es ist ja ein Abenteuermanga mit einer Reise von verschiedenen Planeten auch. Und die Planeten wirken zumindest das, was man im ersten Band gesehen hat, schon sehr abwechslungsreich und sehr gut ausgebaut. Also wirklich, allein der erste Planet, auf dem sie landen, nachdem sie teleportiert wurden, habe ich mir echt gedacht, ja, dieser Planet könnte einfach dazu dienen, eine ganz eigene, komplette Geschichte zu erzählen. Und ja, hier in dieser Geschichte werden ja noch mehrere Planeten bereist und da bin ich auf jeden Fall richtig gespannt. Denn allein die Natur ist hier wirklich richtig gut durchdacht und hat einfach ein paar schön clevere Ideen, muss man einfach mal so sagen. Da freue ich mich wirklich auf die zukünftigen Männer, einfach allein nur die ganzen Planeten zu sehen, was sich der Mangaka da alles einfallen lässt. Ach, da freue ich mich jetzt schon drauf. Was man aber auch noch dazu sagen muss,
dieser Manga wirkt wirklich von vorne bis hinten komplett durchdacht. Also nicht wie manche andere Manga-Reihe, die so, wo die Story so entsteht im Laufe der Zeit, sondern man hatte wirklich das Gefühl, der Mangaka hat von Anfang an geplant, gut, das wird das, das, das und das wird passieren und dann ist Schluss. Denn diese Reihe ist nur 5 Bände lang und die war nicht ext. Ganz im Gegenteil, sie hatte ja sogar einen Anime. Also der Mangaka hat hier wirklich alles scheinbar geplant und das merkt man auch. Ich glaube wirklich, dass man hier direkt mal ein schönes Ende bekommen wird, ohne dass man am Ende denkt, ja wie und was ist mit, keine Ahnung, Plotline XY oder Charakter Q. Das wird man hier wahrscheinlich nicht haben. Das freut mich einfach, denn auch die, es werden auch schon ein paar Mysterien und Twists angeteasert, wo ich schon richtig gespannt bin. Und dann zu guter Letzt muss ich natürlich auch noch die Zeichnungen erwähnen. Die sind nämlich auch richtig solide, passen auch perfekt zu diesen Planetendesigns. Das Einzige, was man hier vielleicht kritisieren könnte, sind die Charakterdesigns selber, weil, ja, ich finde, sie haben keine Designs. Characters sehen nicht aus wie Characters, die einem wirklich lange im Gedächtnis bleiben, finde ich. Ich meine, allein Kanata sieht für mich aus wie so ein 0815 Shonen-Protagonisten. Dafür hat er aber deutlich mehr Persönlichkeit als so manch anderer Shonen-Protagonist. Und ne, die restlichen Zeichnungen sind halt einfach top. Dazu könnte jetzt in der ersten Auflage, ich weiß gar nicht, ob es nur in der ersten Auflage sein wird oder auch in späteren Bänden. Auf jeden Fall ist im ersten Band eine Farbseite drin, was mich doch sehr erfreut hat. Und ja, das Einzige, was man dann noch wirklich kritisieren kann, ist eine Aktion, die Egmont gebracht hat. Und zwar gab es auch bei Astra Lost in Space wieder eine Aktion. Ja, bestellt man eins bei uns im Online-Shop, dann kriegt ihr ein Poster dazu. An sich vollkommen cool. Solche Aktionen finde ich wirklich gut. So geht Marketing. Ich denke, das ist an sich genial. Nur, wie so oft auch, hat Egmont diese Aktion erst angekündigt, als der Band schon im Handel war. Dementsprechend hatten ihn viele, meine Wenigkeit eingeschlossen, schon längst gekauft. Und das ist halt jetzt nicht das erste Mal. Sie haben so auf Twitter jetzt geschrieben, sie wollen so das in Zukunft versuchen zu ändern, aber es ist halt trotzdem ärgerlich, weil ich mal mir persönlich dann immer irgendwo denke, ja scheiße, muss ich jetzt 2 Wochen immer warten, bevor ich mir die Egmont-Neuheiten hole, wenn es sich eben nicht ändert, weil ja sein könnte, dass irgendwie ein cooles Poster oder so geben wird. Also das ist ein bisschen schade drum, aber man muss einfach hoffen, dass Egmont das wirklich noch ändert. Alles in allem ist Astra Lost in Space wirklich ein sehr vielversprechender Science-Fiction-Manga, den ich wirklich jedem wärmstens ans Herz legen kann, der auf Science-Fiction und oder Abenteuer steht. Ich kann wirklich die folgenden Bände kaum noch erwarten. Das Ding hat wirklich viel Potenzial und scheint auch einfach perfekt für die Länge der Reihe zu sein. Und von daher, ganz ehrlich, gib dem Ding eine Chance. Ich fand es ziemlich unterhaltsam. Und ja, damit sind wir am Ende dieses Manga-Ersteindrucks angekommen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ihr könnt mir gerne mal in den Kommentar schreiben, werdet ihr euch Astra Lost in Space holen oder eher nicht. Wenn ihr ihn euch schon geholt habt, wie fandet ihr ihn? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Über einen Daumen nach oben würde ich mich auch freuen. Und wenn ihr mehr von mir sehen wollt, ein Abo kostet nichts, zumindest soll es nichts kosten, wenn ihr irgendwas bezahlt macht, irgendwas gewaltig falsch. Und ja, bleibt mir viel zu sagen, außer Dank fürs Zusehen und ciao!